Sarah, 15 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Sarah. Guten Morgen. Guten Morgen. Hör zu, ich habe ein kleines Problem. Also mein Thema gehört jetzt nicht zu deiner Sendung. Gehört nicht zur Sendung? Nee. Trotzdem reden wir drüber. Genau, gut, ja. Ist ja nett. Und zwar ist das so, ich habe einen Freund. Ja. Also ich habe eher gesagt zwei Freunde. Zwei. Einer wohnt in Essen. Aha. Und einer wohnt hier in Düsseldorf. Ja. Und mit dem einen, der eine ist bei mir in der Klasse. Aha. Ist 15 und der andere ist 24. Du wohnst in welcher Stadt? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Mhm. Genau. Ja. Und den aus Düsseldorf kenne ich jetzt halt schon zwei Jahre, bin halt schon mit dem zusammen. Aha. Seit zwei Jahren halt, und ich habe vorher in Essen gewohnt. Mhm. Und dann haben wir den Kontakt aber abgebrochen, weil ich ja nach Düsseldorf gezogen bin. Mhm. Und dann bin ich jetzt halt seit einem Monat mit dem aus meiner Klasse zusammen. Mhm. Und dann kam halt jetzt ein Anruf, also von meinem Freund aus Essen. Mhm. Er hatte sich halt wieder bei mir gemeldet. Ja. Und dann hat er halt gefragt, ob zwischen uns noch was läuft und so. Ja. Und dann habe ich irgendwie aus Versehen gesagt, ja, weil ich jetzt nicht an meinen jetzigen Freund gedacht habe. Aus Versehen hast du das gesagt? Ja. Ist dir so rausgerutscht irgendwie? Ja. Und dumm auch. Genau, und jetzt telefonieren wir halt immer miteinander. Ja. Und jetzt habe ich auch aus Versehen zweimal schon mit ihm geschlafen. Auch so aus Versehen? Ist mal so genau. Gerade eben passiert? Genau, Freund. Ja, vor einer Woche. Ah. Letzte Woche Samstag war das. Mann. Und das habe ich jetzt halt meinem jetzigen Freund am Mittwoch erzählt. Mhm. Und dann war er halt ganz baff und dann meint er so, ja, findet er nicht so gut und so. Mhm. Und dann war er halt ziemlich stinkig und meinte dann so, ja, ich lasse mir das jetzt durch den Kopf gehen und überlege mir dann noch, ob ich dann noch mit dir zusammenbleibe. Kann man verstehen, ne? Und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich jetzt, was ich jetzt machen soll, weil ich jetzt halt zwischen zwei Männern stehst. Stehe, genau. Da habe ich dann mal mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ja, was sagt die denn? Und dann meinte ich so, ja, muss ich selber wissen. Ja. Und das wusste ich dann nicht genau. Und dann habe ich halt bei dir angerufen. Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Wollte ich dann fragen, ob du mir einen Rat geben kannst. Welchen Mann du mehr lieben sollst. Ja. Jetzt habe ich dir gerade am Anfang dazwischen gequatscht mit den Ortschaften und habe daher nicht richtig verstanden, wie alt die beiden Jungs sind. Der aus Essen ist? 24. Ja. Und hier aus Düsseldorf, der ist 15. 15? Ja. Das ist ja nun ein erheblicher Altersunterschied. Ja, genau. Ja. Jetzt muss ich dich natürlich erstmal so ganz, ganz klar und sofort fragen, so Hand aufs Herz, Sarah. Ja. Wer ist dir denn so ganz spontan gesagt der Liebste? Ja, das ist ja gerade das Problem, das weiß ich gerade nicht. Hm. Welche Vorteile überwiegen denn jetzt zum Beispiel, welche Vorteile hat der in Essen, der etwas Ältere? Ja, also auf den habe ich das, also bei dem habe ich das Gefühl, auf den kann ich mich mehr verlassen. Mhm. Er ist ja ein bisschen älter. Ja, genau. Erheblich älter. Vielleicht ja. zu alt schon, oder? Ja, also ich weiß nicht. Also ja, eigentlich schon, ne? Hm. Hat der denn auch eine Beziehung mittlerweile? Der ist Essen. Hm? Eine andere? Ja? Nein. Nee. Nein. Mhm. Also auf den kannst du dich mehr verlassen. Was meinst du denn, was der Hauptvorteil ist von dem 15-Jährigen aus Düsseldorf? Mir kommt es eigentlich so vor, also am Anfang, als wir zusammengekommen sind, das kam durch eine Freundin, mhm. die uns zusammen geworden hat, habe ich das erst gar nicht geglaubt, mhm. weil die immer so geheimnisvoll getan haben sie immer rumgetuschelt und mhm. so. Und dann wollte ich das erst gar nicht glauben und dann frage ich den jetzt auch öfters nochmal. Mhm. Sag mal, stimmt das denn wirklich? Ja, wir sind zusammen und so. Mhm. Also und stimmt es das wirklich, dass er in dich verliebt ist, meinst ja, du? Ja, mhm, ja. Und dann kam aber raus, dass er in der Zeit, wo er mit mir zusammen war, auch mit meiner besten Freundin zusammen war. Oh, das ist immer ganz schlimmer mit 15. Ja, und da war ich halt ziemlich geschockt. Also eigentlich hast du ja gute Karten. Du bist ihm fremdgegangen, aber er ist dir ja auch fremdgegangen. Genau. Deswegen kann er gar nicht sich da so risikos aufspielen. Genau. Ne? Genau. Mhm. Und also mein Freund aus Essen, den mhm. habe ich heute angerufen, mhm. weil er halt gefragt hat, ob er halt am Sonntag zu mir kommen kann. Mhm. Ja, und dann wusste ich jetzt nicht genau und dann habe ich den vorhin nochmal angerufen mhm. und dann hat er gesagt, er kann am Sonntag nicht. Hat er gesagt? Ja, weil er dann ins Kino geht mit einem anderen Kollegen. Mit einem anderen Kollegen, deshalb kann er nicht zu dir kommen. Ja, genau. Schlechtes Zeichen. Ja. Finde ich ein schlechtes Zeichen. Ja, weil er meinte, ja, er will mal was anderes machen, anstatt dann wieder nach Essen zu kommen. Oh, da hat er aber gleich schlechte Karten bei mir. Ne? Wenn der richtig in dich verliebt wäre, ja. dann geht er doch nicht mit einem Kumpel ins Kino, sondern kommt natürlich zu dir. Nach Hause, ja. ne? Ist ja, doch ja. ganz klar. Ja, ja. Wen findest du denn am süßesten? Da fragst du mich jetzt was. Ja, klar. Ich würde sagen, so richtig süß. Ich
glaube, den hier, der hier bei mir wohnt. Den 15-Jährigen. Ja, genau. Ich glaube auch, aufgrund unseres Gesprächs jetzt, dass das der Bessere ist, Sarah. Ja. Deine Mutti hat natürlich gesagt, das musst du entscheiden. Das ist natürlich logisch. Klar, ja. Wer soll sonst entscheiden? Ja. Aber ich glaube, auch jetzt mit dem Hinweis, von wegen, dass er da lieber mit dem Kumpel ins Kino geht, und er ist ja doch schon wirklich einiges älter als du, ja. Vielleicht solltest du dich wirklich besser an den 15-Jährigen halten. Mhm. Ja. Und ihr könnt euch gegenseitig verzeihen, weil ihr beide fremdgegangen seid. Ja. Gebt eurer neuen, jungen Liebe mal eine Chance. Ja. Versucht das mal eine Weile, und dann kannst du dich immer noch irgendwie umorientieren. Ja? Ja. Wollen wir so mal verbleiben? Ja, ich versuche es. Alles Gute, Sarah. Ich versuche es dann dem anderen so beizubringen, ja? Ja, genau. Okay.